Ja, hallo, mein Name ist Christian Hemschemeyer, ich bin Paartherapeut in Hamburg und dies ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute mal ein legeres Ostervideo. Thema wird sein, das Grundpflegeprogramm für Langzeitbeziehungen. Ich hatte gerade wieder eine Beziehung in meiner Praxis, wo, oder auch vermehrt in letzter Zeit, wo man einfach sehen konnte, wenn man bestimmte Sachen nicht macht über Jahre, zu was das führt. Also wenn man nicht mehr ausgeht, wenn man die Beziehung einfach laufen lässt, wenn man der Frau keine Aufmerksamkeiten mehr macht, wenn der Mann sich nicht gesehen fühlt, wenn es keinen Sex mehr gibt. Und das sind so Sachen, ja, die einfach jede Beziehung kaputt machen über die Dauer und gleichzeitig so oft vorkommen in Langzeitbeziehungen, weil wir einfach alle faul sind und nicht konsistent daran weiterarbeiten, was uns scheinbar so sicher scheint. Aber eine Beziehung ist was, ja, ich würde es gar nicht mal sagen, etwas, an dem man immer arbeiten muss, weil das ist eigentlich keine Arbeit, aber was man einfach pflegen muss. Ich sage mal ganz gerne, weil ich auch viele Paare gerade habe mit kleinen Kindern, das ist wie, wenn ihr dem Baby nicht die Windeln wechselt, ne? Das ist halt irgendwann vollgeschissen und ja, darf man sich halt nicht wundern, ne? Und ja, dachte ich mir, dazu mache ich einfach mal ein Video. Grundsätzlich ist eigentlich in der Langzeitbeziehung so die Haltung, man sollte das immer weitermachen, was man am Anfang zusammengebracht hat. Also wenn man am Anfang ausgegangen ist, Spaß gehabt hat, was die meisten gemacht haben, sollte man es einfach weitermachen. Und auch in Zeiten, wo man scheinbar keine Zeit hat, kann man es ja ein bisschen weniger machen. Aber man muss es einfach beibehalten. Also es bringt nichts, die ganze Energie in Job und Kinder zu stecken und sich dann zu wundern, dass die Beziehung nicht mehr funktioniert irgendwann. Auch, ja, auch wenn man sozusagen der Mann, der coole Kitesurfer-Typ war, dann ist das keine gute Idee, das zu lassen. Und selbst wenn die Frau sagt, mach das alles nicht mehr, wenn du irgendwann nicht mehr der coole Kitesurfer-Typ bist, in den sie sich verliebt hat, ja, dann wird sie dich einfach nicht mehr gut finden irgendwann, auch wenn du scheinbar alles machst, was sie sagt. Und andersrum ist es natürlich auch, wenn der Mann dich kennengelernt hat als attraktive Frau, die, weiß ich nicht, immer rote Nägel hat, keine Ahnung, und du das irgendwann nicht mehr machst, ja, dann wird der Mann auch denken, Mensch, irgendwie macht sich nicht mehr schön oder für mich nicht mehr und ich fühle mich einfach nicht mehr gesehen. Ja, und dann gibt es eigentlich so eigentlich erstaunlich wenig Sachen, wenn man die einfach beherzigt. Ich glaube, ich könnte meinen Job, könnte ich irgendwie was anderes machen, wenn das wirklich jedes Mal machen würde. Und ja, es hilft ja nicht immer unbedingt vor diesem Kommunikationsproblem, aber ich sage einfach mal, was ich denke, was eigentlich so dieses Grundpflegeprogramm ist. Das ist einmal, ihr geht einfach einmal in der Woche aus. Und ich sag mal, bewusst gerne ein Date oder ein Rendezvous, weil das eben bestimmte Sachen beinhaltet. Nämlich, dass man das zu zweit macht, keine Freunde dabei sind, keine Kinder dabei sind, man Spaß hat, sich der Mann um die Logistik kümmert, die Frau macht sich hübsch, keine Ahnung, und macht doch mal was anderes, man macht nicht immer das Gleiche, es gibt Überraschungen, oder die Frau denkt sich mal was aus. So, das macht man einmal die Woche. Das ist völlig ausreichend. Und wenn Kinder da sind, irgendwie mit 1 und 3 Jahren, macht man es alle 2 Wochen und besorgt euch sofort 3 Babysitter. Also das ist einfach, wenn ihr denkt, also wieso 3? Ja, einer macht Party, einer ist krank und einer hat Zeit. Und wenn ihr dafür kein Geld habt, ich meine, ihr kauft ja oft vielleicht die Luxuswindeln oder das Alnatura-Essen für euer Baby und da gebt ihr auch Geld aus. Also das sollte man wirklich ganz schnell angehen. Das Zweite ist, jeden Tag eine Viertelstunde miteinander reden. Also wenn ihr nach Hause kommt, packt euch eure Frau oder wenn ihr als Frau nach Hause kommt, packt euch euren Mann. Macht eine Kanne Tee, setzt euch hin, hey, wie war dein Tag, was geht gerade so in dir vor? Und ich würde da auch gar nicht so viel in so einen Austausch gehen, dass ihr das durchdiskutiert, sondern einfach, dass ihr euch auf Stand bringt. So, was ist gerade in deinem Leben? Man könnte es so aktives Zuhören nennen. So, das ist insbesondere für Frauen wichtig, aber für Männer auch, einfach gehört zu werden. Und auch wenn es, was weiß ich, der Kleinscheiß ist, den Frauen vielleicht erleben, wenn sie Kinder großziehen, irgendwie eine 5 in der Schule oder Kevin hat Nico gehauen, keine Ahnung, oder auch was der Mann erlebt. Also bringt euch auf Stand oder auch, da könnt ihr auch sagen, Mensch,
Ich weiß gar nicht, wir hatten hier 5 Wochen keinen Sex mehr, was ist eigentlich los? Also, das reicht jeder Tag, eine Viertelstunde, wirklich diese Quality-Zeit. Mir braucht es echt nicht sein. 15 Minuten, völlig ausreichend. Dann, also, ich meine, so, für die meisten Männer ist es eigentlich so, ja, wenn das Essen gut ist, genug Sex und die Höhle stimmt, ist ein Mann eigentlich zufrieden, ne? Also, deswegen, ja, Sex gehört auch dazu, würde ich auch sagen. Einmal die Woche wäre natürlich gut. In schlecht schweren Zeiten reicht vielleicht auch einmal in 2 Wochen, aber so 3 Monate kein Sex ist echt keine Option. Also wenn es nicht wirklich knallharte medizinische Gründe dafür gibt oder ihr Krebs habt oder ich weiß nicht was, ja, ist es eigentlich immer ein schlechtes Zeichen, dass da irgendwas ein bisschen quer läuft. Und manchmal ist es fast besser, sich für Sex zu verabreden, weil das schafft einfach so eine Art von Nähe. Die manchmal viel leichter herzustellen ist als überreden. Und wenn man erstmal da so in der Gewohnheit ist, keinen Sex zu haben, ist es einfach manchmal echt schwer, das wieder so an Gang zu kriegen. Und ich habe so Paare, die hatten 8 Jahre keinen Sex. Ich meine, das da kommt man einfach nicht drüber hinweg. So, das ist schwierig. Und ja, für Frauen ist es einfach viel dieses sich gesehen fühlen vom Mann, ne? Auch für, was sie tun für ihn, was sie für die Familie tun, was sie für den Haushalt tun. Also das bringt einfach so viel, wenn der Mann das sieht, wenn er sagt, Mensch, ich finde das toll, ich wertschätze dich dafür. Und Wertschätzung kann eben sein, dieses Zuhören, das kann auch sein, zu den richtigen Zeiten ein schönes Geschenk oder mal Blumen, das muss ja wirklich nicht jeden Tag sein, oder zum 10. Hochzeitstag haben wir auch was ganz Besonderes, so, ne? Dass die Frau wirklich das Gefühl hat, Mensch, ja, ich sehe mich so gewertschätzt und ich sehe mich auch als Frau gesehen. Dazu gehört eben auch diese Dates, Rendezvous zu machen. Also ich fühle mich gesehen in meiner Rolle, die ich in der Familie übernehme oder in der Ehe. Und eben als Frau auch umworben. So. Wenn sie das macht, 50% aller Konflikte sind weg, wenn die anderen Rahmenbedingungen stimmen, was, weiß ich nicht, Ehrlichkeit, Commitment, grundsätzlich Liebe angeht, spart ihr euch viel, kann ich echt sagen. Ja, wenn euch dieses Video gefällt, teilt oder liked es gerne. Alles weitere zu Terminen in meiner Praxis per Skype, Mail, persönlich findet ihr auf eheberatung.info. Auch weitere Artikel, könnt diesen Kanal gerne abonnieren und Fragen an diesen Newsletter beantworte ich gern über so ein Formular auf meiner Webseite oder über fragen@eheberatung.info. Wir werden uns bald wiedersehen.